So, mit ein klein bisschen Verzögerung und ein bisschen Chaos bzw. mittelprächtiger Unorganisiertheit. Moin moin und schönen guten Abend zum nächtlichen Gaming-Stream. Ja, ich hab's dann doch noch geschafft. Grüß euch, Leute, da bin ich. War ein bisschen holprig, Zug war nicht so fix, wie ich's dachte. Ich war nicht so schnell in der Tür, wie ich das gern gehabt hätte. Ich hab mir gerade noch schnell meinen Kram zusammengesucht. Und ich bin da. So. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört, ich habe gerade eben kurz die Musik von Deus Ex angerissen und so. Tag war ein bisschen lang, ein bisschen temporeich, aber soweit alles gut. Das ist alles ein bisschen uneingestellt heute, aber wir kriegen das hin. Ich werde mein Glück gleich mit Deus Ex nochmal versuchen, auch wenn die Frustgrenze echt derbe hoch ist beim Titel. Ich habe gerade noch meinen Energy Drink geholt, schnell. Und man merkt es vielleicht, ich bin so ein bisschen gerade erst in der Tür in einer Sekunde. Ja. Ich hoffe, bei euch alles gut. Hallo, Fangirl, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du reinschaust. Dass du ein bisschen mit uns zocken willst. Desiato, Kotzi, The Cat, Floxic und Wichtli. Grüß euch. Moin, moin, Leute. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, heute Abend wird gezockt. Wie gesagt, ich probiere es mit Deus Ex. Frustgrenze war letztes Mal schon echt stark da. Aber ich will der ganzen Nummer doch nochmal eine Chance geben. Und mal gucken, wie weit ich komme. Mich wie immer auch, weißt du. Schon klar. So. Und dann sehen wir mal. Jetzt will er den schon wieder nicht übernehmen, der Otto. Was hat denn er jetzt für ein Problem? Das ist ja auch wieder großes Tennis. Sekunde mal kurz. Eben hat er es drin gehabt. Ich hasse das. Besonders wenn es nicht rund läuft und ich dann irgendwo doppelt und dreifach machen muss. Ja. Kleiner Augenblick, Leute. Hier funktioniert natürlich jetzt auch passend zu heute Abend. Das, was funktionieren soll, nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Ich höre die Musik, ich sehe das Spiel, er übernimmt das Spiel nicht in den Streamloader. So, stressiger Tag. Stream läuft nicht, wie er laufen soll. Ich habe ungefähr jetzt schon keinen Bock mehr. So, Faceroom, zack. Ich starte das Spiel einmal kurz neu, das ist die einfachste Lösung. Das ist jetzt einfacher, wenn ich das einfach einmal kurz neu starte. Anscheinend will er das ja unbedingt so. Was ich jetzt gerade ein bisschen nervig finde, aber naja, gut. Gehen wir mal davon aus, dass das was bringt. Letztes Mal, ich bin noch in dem Polizeirevier. Und das Problem mit dem blöden Polizeirevier ist, dass es ja, ein blödes Polizeirevier ist. Und dementsprechend großartigerweise mich gerade über Gebühr erfreut. So, jetzt haben wir ein Spiel, was läuft. Und jetzt geht's los. Ich stecke ja im Polizeirevier fest. Und zwar muss ich einen Raum durchqueren, voller Polizisten, die mich nicht mögen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Weil die Alarm schlagen, sobald die mich sehen. Und weil die, wenn die Alarm schlagen, wenn sie mich sehen, auf mich schießen und ich darf keine Polizisten erschießen. Oder sagen wir, ich sollte keine Polizisten erschießen. Das ist nicht unbedingt die bestmögliche Option. Und dementsprechend muss ich diesen Raum durchqueren. Wenn ich Polizisten verprügel, ist das eine Sache, laut diesem Spiel.
Ja, morgen Abend gibt es leider keinen Stream. Der nächste Stream ist Freitag. Und dann wieder Sonntag. Aber schön, dass du da warst, Cat. Ich wünsche dir eine entspannte Nacht. Schlaf gut und komm morgen gut in den Tag. Und danke, dass du nochmal reingeschaut hast. Ich klicke jetzt einfach mal auf Spiel fortsetzen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf diesen Raum, durch den ich da muss. Irgendwie. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich das machen soll. Es gibt eigentlich nur einen Weg. Da haben wir gespeichert. Ja, das ist natürlich noch... Ja, nee, das ist eigentlich gut, dass wir da gespeichert haben. Ich kann halt jetzt entweder versuchen, hier lang in dieses Büro zu kommen, da hinten, was mir nur begrenzt bis gar nichts was bringt. Ich muss aber in die Leichenhalle. So, und der eine Weg zur Leichenhalle führt hier unten lang, den ich habe, durch dieses Gitter. Und da hinten steht ein Typ, der mich aber voll anguckt. So. Und hier ist ein Typ, der Wache läuft. Ich habe im Moment keinen Alarm ausgelöst. Und ich muss irgendwie diesen Raum durchqueren. Voller Polizisten, die sauer auf mich sind, sobald sie mich sehen. So, wenn ich jetzt nämlich da, dann werden die sofort alarmiert. So, die beruhigen sich auch wieder, das ist nicht das Problem. Ich kann merkwürdigerweise dieses Gitter nicht. Doch. So, und der Typ von da hinten guckt halt straight hierher. Ja, morgen ist mal... Morgen ist mal Ruhetag. Steht da irgendwas Spannendes hinter ihm? Problem ist jetzt... Ne, die wissen ja nicht, wo ich bin. Worauf schießen die? Worauf zum Henker schießen die? Halte meine Position! Wir brauchen Verstärkung! Halte meine Position! Wir sind tatsächlich, dass ich da bin. Mist. Das ist zum Beispiel schon mal nicht der richtige Weg. Ich habe eigentlich... Die anderen Bullen haben ja eher auf diesen Schuss Einschlag reagiert. Ich glaube, das Projektil auch getroffen ist. Muss nachladen. Dreh mich nicht, sie zu holen. Wo ist der hin? Ich muss ihn finden. Cool, sind sie nur noch auf alarmiert. Scheiße, er ist uns entwischt. Vor allem hier zweimal exakt die gleiche Skin, zweimal exakt derselbe Typ. Und die gleiche Hose. Dass der mich nicht gesehen hat, ist jetzt auch sehr unverständlich. Ich weiß gerade nicht, wo die sind. Scheiße.
Ah, Mist. So, und jetzt, das ist halt mein Problem. Das müsste der sein. Das ist halt mein Problem. Ich kann diesen Raum nicht sinnvoll durchqueren gerade. Ohne hier in irgendeiner Form Alarm auszulösen. Was ist das? Wenn hier jemand ist, kommen Sie raus! Spawn, grüß dich. Moin, moin. Schön, dass du reinschaust. Ich sehe Dinge. Höre Dinge. Ich brauche Urlaub. Fuck. Sie sehen sie! Nein, 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 nein. Nein. Mist, da unten sind auch welche. Eigentlich ganz gut, Spawn, bis auf, dass dieses miese kleine Spiel mir eine Falle gestellt hat, von der ich nicht weiß, wie ich aus hier entkommen soll im Moment. Und das nervt mich ein bisschen. Aber ansonsten geht's. Was wäre denn die andere Option? Was wäre denn die andere Option? Die andere Option ist der Raum. Was ist das? Wenn hier jemand ist, kommen Sie raus! Du siehst Gespenster. Ich bin total nervös. Zu viel Kaffee. Ja. Das ist noch eine Toilette. Muss ich ein bisschen gucken. Eventuell bringt mich die Toilette weiter. An der war ich noch nicht drin. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht, wo dieser... Da. Und der andere, der hier um die Ecke steht, der darf halt auch nicht hierher gucken. Eine etwas miese Kombination, wenn ich nicht über den Haufen geballert werden möchte. Und ich möchte nicht über den Haufen geballert werden. Über den Haufen geballert werden ist total doof. Macht auch irgendwie echt nur mäßig Spaß. Da, ich wollte gerade sagen, geht der langsam mal zurück, der Heini? Nein, und hier ist kein Durchgang.
habe hier gehofft, dass hier auch irgendeine Form von Lüftungsschacht ist. Irgendwas, was mich weiterbringt. Fuck it. Natürlich nicht. Und da ist das Büro von den Polizisten. Das bringt mich alles so richtig schön gar nicht weiter. Oh shit. Wenn hier jemand ist, kommen Sie raus! Du siehst Gespenst. Nichts. Ich muss Gespenster sehen. Ja, du siehst Gespenster, ist okay. Entspann dich. Alles gut. Ich stehe gerade echt so ein bisschen derbe auf dem Schlauch und weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Das ist. Weil letztes Mal habe ich das anders gelöst. Letztes Mal habe ich mich da sozusagen durchgequatscht. Letztes Mal habe ich mich da durchgesabbelt. Das hat auch echt gut funktioniert. In meinem Inventory. Inventar, Inventar. Ich hab doch noch. Waffe, 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 Waffe. Ich habe auch keine Granaten oder irgendwas, was ich da hinwerfen könnte. Kein Upgrade-Kit, was mir jetzt noch was bringen würde. Ich kann mir auch gerade kein Upgrade-Kit besorgen irgendwo. Weil ich in dieser Mission festhänge. Wenn hier jemand ist, kommen Sie raus! Nein. Ich komme nicht raus. Ich sehe Dinge, höre Dinge. Ich brauche Urlaub. Ja, richtig. Problem ist dieser Typ, der von da hinten rüber guckt und mich anglotzt. So, die sind alle da. Jetzt bräuchte ich dieses Tarn-Ding, was mir ermöglicht, mich unsichtbar zu machen von kleinen Leuten. Ich glaube, mit dem bin ich damals auch hier durchgekommen. Nur das habe ich leider noch nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann sieht mich der Typ da hinten. Dann sieht mich der Typ da hinten so richtig doll. Was voll dämlicher Mist ist. Ich hab eine Flasche Wodka. Bringt die mir was? Oder es ist einfach crunchy und lecker. Wodka.
Okay, Wodka gibt 20 zusätzliche Gesundheitspunkte. Bringt mir gerade nichts, aber es ist nicht ganz uncool. Dieser Typ da hinten, dass der auch nicht weggeht. Der Typ da auch nicht, ey. Gesundheit. Officer reagiert. Toll. Top Nummer. Oh, hi. Ja. Ich benutze ja tatsächlich nicht Twitch Alerts, sondern ich habe einen anderen Anbieter, der sich Tippy nennt. Geh mal zu. Was passiert eigentlich, wenn ich Polizisten erschieße? Nein, ich darf nur Polizisten erschießen. Lache ich echt. Ah, nein, es klappt natürlich nicht, weil da jetzt einer um die Ecke kommt. Klappt, lache ich. Wenn die wirklich so doof sind, dass sie nicht die Treppe runtergehen. Hier oben sieht's gut aus. Hier spricht die Polizei. Fertig, Kumpel. Er ist hier drüben. Und meine Nahkampfattacke ist noch nicht voll. Scheiße! Oh. Ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Dieses Spiel bringt mich gerade echt an so einen Frustpunkt. Tippy hat auch Follow Alert etc. Das volle Programm. Achso, Flocks. Vielen lieben Dank für den Host. Das habe ich eben nicht gesagt. Das habe ich vergessen. Das tut mir leid. Verzeihung. Ich meine. Oh. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich durch dieses blöde Gebiet nicht durchkomme. Es kann doch nicht. Es ist bestimmt. Das Geile ist, es ist bestimmt irgendwas unglaublich Einfaches. Etwas, was ich gerade nur nicht sehe oder wo ich nicht dran denke oder was ich vergessen habe. Ich habe nichts, was Energie auffüllt. Ich habe nichts, was. Oh Mann.
Problem, Flox, ist, ich möchte das eigentlich schaffen. Weil ich das Gefühl habe, dass ich hier einfach nur gerade für irgendwas zu doof bin. Und das nervt mich so ein bisschen. Weil ich weiß, dass es geht. Das ist ja der Trick bei der ganzen Nummer. Ich habe es ja schon mal gespielt auf der Xbox. Ich habe es damals auf der Xbox 360, habe ich Deus Ex durchgespielt mit einem sehr, sehr hohen Erfüllungsgrad. Und das hat wunderbar funktioniert. Und ich komme nicht drauf, was ich gerade falsch mache. Ob ich auf irgendwie die Dynamik der Wachen nicht richtig achte oder ob ich irgendwas nicht mache, was ich eigentlich machen sollte, müsste, könnte, dürfte. Ich wollte gerade sagen, das wäre, wenn ich jetzt die ganze Zeit drauf gehen würde, aber ich gehe ja die ganze Zeit drauf. Bin ich eigentlich hier hingekommen? Ach, hier oben sind ja auch noch welche, oder? Die Etage hatte ich geräumt. Das wird kein gutes Ende. Wo ist der Mistkerl hin? Rauskommen! Zwei. Mist. Was, ich komme nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Ich kann sie natürlich einfach abknallen, das ist überhaupt kein Problem. So, nur Polizisten töten ist so eine Maßnahme, von der ich eigentlich absehen wollte. Polizisten sind irgendwie eine ganz, ganz beschissene Maßnahme. Ich kann natürlich das gesamte Polizeirevier wegballern. Aber das ist ja das, was ich nicht will, in dem Sinne. Das gesamte Polizeirevier ummieten. Ich warte auf den Freundchen. Gehen Sie weg. Verdammt. Bitte töten Sie mich nicht. Folge von Springer. Ja. Und dann wirst du auch abgeknallt. Alter, dann schießen irgendwie 20, 30 Leute auf dich.
einen Versuch noch und dann spielen wir gleich erstmal einen Augenblick Mark of the Ninja zur Beruhigung. Weil das ist gerade so. Es ist gerade irgendwie. Wenn einer übrigens eine Idee hat, ich höre mir die gerne an. Ich bin für Lösungsvorschläge in diesem Fall tatsächlich sehr offen. Weil diese ganze Nummer einfach extrem jach ist. Ja, es ist also. Ich könnte natürlich auch einfach rausrennen und dann später wiederkommen, aber das wäre so ein bisschen so die Otto-Lösung vor dem Herrn. Aber ich will jetzt eigentlich gerade mal wissen, ob ich das schaffe, einfach rauszurennen. Hat das gerade echt funktioniert, dass ich einfach an dem vorbeigerannt bin? Okay. The Rocks, hi. Moin moin und grüß dich. Herzlich willkommen im Stream, schön, dass du reinschaust. Ist es gerade der große Verwunderungsstream, wie doof die KI von Deus Ex manchmal ist? Das Problem ist, ich habe diesen Leichenhallenjob noch nicht. Aber jetzt bin ich draußen, jetzt könnte ich zur Limp-Klinik gehen. Es wird Deus Ex gespielt und dieses Spiel ist gerade, sagen wir mal vorsichtig, nicht so schlau. Aber geschrieben, schaust mal vorbei. Ja, cool. Freut mich. Wünsche ich dir einen entspannten Abend hier mit uns. Ich muss gerade mal gucken. Ich will jetzt eigentlich zur Limp-Klinik und mir, ich bin jetzt mal schlau und besorg mir ein, dieses Tarn-Update, weil ich habe eigentlich genügend Kohle, um das Staff-Update zu kaufen. Mit etwas Glück, dazu muss ich aber diesen Distrikt verlassen. So. Was natürlich technisch gesehen überhaupt kein Problem ist. Dann gehen wir einfach hier oben lang. Ich muss nämlich nochmal zurück zum Polizeirevier. Ja, also du, ich bin auch gerade von der Arbeit sozusagen in die Tür, Rechner angemacht, Energy Drink geschnappt und losgeheizt sozusagen. Ist immer so eine Sache. Wenn sich die Termine nicht anders legen lassen, dann mache ich das, aber ansonsten gönne ich mir manchmal auch einen recht entspannten Abend. So.
Aber normal mache ich ja auch eher Kreativ-Streams, nur einmal die Woche wird ein bisschen gedaddelt. So, die Limp-Klinik ist gerade durch, genau. Ja, im Moment spiele ich wie gesagt Deus Ex. Und das ist nicht die Limp-Klinik, das ist das Gebäude von meinem Chef. Und da will ich doch gerade gar nicht hin. Deus Ex, ich habe Diablo gespielt eine Zeit lang. Ich will erst zur Limp-Klinik. Ich habe ab und zu mal, ganz selten spiele ich Mark of the Ninja, Homeworld Remastered, gerne Strategiespiele. Wie gesagt, diese ganze Game-Streaming-Geschichte ist für mich ja nur so ein Nebenbei-Ding. Ich bin eigentlich Kreativstreamer. Aber das ist mehr so eine Spaßgeschichte, dass ich ab und zu mal oder einmal die Woche normalerweise versuche, eine Runde zu zocken. Was habe ich hier denn noch liegen? Shadowrun Returns habe ich schon gespielt. Was auch ein schönes Spiel war. Entspanntes Rollenspiel. Und da habe ich auch noch den Nachfolger sozusagen liegen. Ja, sowas halt. Auch viel, was mir über den Weg läuft, wo ich gerade Bock drauf habe. Das muss nicht unbedingt aktuell sein. Aber ich streame meistens die Sachen, auf die ich selber einfach Lust hätte. Oder die mich neugierig machen. Die ich gerne mal... Wollen Sie vielleicht etwas kaufen? ...spielen wollen würde. Oh, hier ist noch keins freigeschaltet. Toll. Das heißt, ich kann keins kaufen. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Wiedersehen. Generell nehme ich natürlich Aufträge an. Klar, das ist überhaupt kein Problem. Dann kannst du mir mal, wenn du da Interesse hast, eine Mail an theartoftk@outlook.com schicken. Fangirl kann das vielleicht mal kurz die Mail posten, die Mailadresse. Und dann können wir nochmal drüber sprechen, was du dir halt vorstellst, was du haben möchtest, ob du halt im Grunde nur ein Screen haben willst, ob du ein Overlay haben willst, ob du ein Logo haben möchtest, Panel Design, was auch immer es sein soll, und wie aufwendig du dir das vorstellst oder wie schlicht du es haben möchtest, ob du zum Beispiel was, sag ich mal, mit irgendwelchen Kreaturen passend zu einem bestimmten Game oder was auch immer haben möchtest. Und dann kann ich dir auch ungefähr nachher, inklusive Deadline und all solche Sachen, wenn ich mir ein paar Fragen gestellt habe, sozusagen einen Kostenvoranschlag geben, was das Ganze kosten würde. Stufe 4. Dafür haben wir den Code nicht und Stufe 4 lassen wir in Ruhe. Dafür kriege ich, glaube ich, später noch den Code, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil da muss ich noch was abholen, ja. Danke, Flox. Eigentlich auch erstmal die Quest abliefern. Könnte ich ja tatsächlich auch erstmal die Quest abliefern. So. Waffenhändler brauche ich im Moment nicht. Das finde ich aus. Die Typen, die ich umgenietet habe, bleiben dann halt auch einfach liegen. Klar, warum nicht? Sprich auch wenig bis gar nichts daneben, dagegen. Dass vielleicht irgendwann mal einer kommt und dieses weggeballerte Volk aufräumt. Nö, hier sitzen die Leute und unterhalten sich. Um die Ecke liegt eine Leiche. Was? Wen kümmert's? Hallo Typ. Ich muss noch weiter da lang. Ja auch. Es ist echt.
Ja, hier hatte ich eine kleine Schießerei. Es war wenig bis gar nicht zu vermeiden. Die haben es total drauf angelegt. Die haben angefangen, die sind schuld. Ich wollte reden, die nicht. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Check. Quest abliefern kann ja hier und da durchaus was bringen. Ist ja ein Rollenspiel. Das Quest abliefern durchaus gern gesehen. Eine schöne Sache. Ey Typ, ich muss mich mal an dir vorbeidrängeln. Du stehst hier gerade ultra ungünstig, Mann. Ah, das ist das Gespräch. Bei dem bin ich jetzt vorsichtig, weil ich das Gespräch das letzte Mal geführt habe, habe ich aus Versehen eine ältere Dame quer durch das Foyer geboxt. Weil ich eine falsche Taste gedrückt habe. Und weil auf der Xbox die Taste für Zuschlagen und Reden erschreckend dicht beieinander sind. Beziehungsweise dieselbe sind. Nur in unterschiedlichen Kontext reagieren. Hast du was rausgefunden? Bitte. Ich muss wissen, was wirklich mit Megan passiert ist. Mission abschließen. Ich bin allen Spuren von Detective Chase nachgegangen. Du hattest recht. Etwas an Megans Fall war faul. Was hast du rausgefunden? Jemand von der Regierung, ein Mann namens Manderley, hat befohlen, dass ein spezieller Pathologe die Autopsie durchführt. Er hat die lokalen Stellen umgangen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Zumindest ja, schön von klingt Twitch. Es nicht gerade gut. Aber es wäre ja auch zu langweilig, wenn heute was glatt läuft, hey. Die Papiere. Ich habe einen Bericht gesehen, der bestätigt, was Chase beunruhigt hat. Die Angreifer haben extreme Methoden eingesetzt, um die Identifizierung von Leichen und Ausrüstung unmöglich zu machen. Oh Gott, Megan. Was hat das zu bedeuten, Adam? Ich weiß es nicht genau. Sie wollten wohl keine Spuren hinterlassen, keine DNA, die auf sie verwiesen hätte. Aber das passt alles irgendwie zu gut zusammen. Tja. Chase hat mir erzählt, dass ein Officer, der mit dem Fall betraut war, sich vielleicht unprofessionell verhalten hat. Aber es war eine Sackgasse. Ich bin nicht zu ihm durchgedrungen. Naja. Du hast bestimmt alles versucht, Adam. Nein, habe ich nicht. Ich habe eine falsche... Aber nur drei Leute sind lebend aus den Labors rausgekommen. Ich und zwei andere. Einer starb ein paar Tage später im Krankenhaus. Der zweite, ein Labortechniker, wollte eine genaue Aussage über alles machen, was er gesehen hatte. Aber als die Ermittler bei ihm eintrafen, konnte er sich plötzlich an nichts mehr erinnern. Du scheinst das aber nicht zu glauben. Tue ich auch nicht. Nicht nach den Berichten, die ich gelesen habe. Ich glaube, jemand anders war zuerst bei ihm. Das heißt also, wir haben nichts Stichhaltiges gefunden? Nein, tut mir leid. Aber eines ist völlig klar. Jemand hat sich große Mühe gegeben, die Beweise in diesem Fall zu vertuschen und zu beseitigen. Dieser jemand hat Macht und wollte alles auslöschen, was die Untersuchung verlängert hätte. Tut mir leid, Cassandra. Ich wünschte, ich hätte konkretere Antworten für dich. Die kriegen wir noch. Schon gut, Adam. Du hast bestimmt dein Möglichstes getan. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich mit meinem Instinkt richtig lag. Aber das soll's. Weißt du jetzt genau, wie Megan gestorben ist? Einfühlsam. Wir sind immer. Ich habe die Berichte gelesen. Sie hat nicht gelitten, Cassandra. Das kann ich dir versichern. Danke, Adam. Es ist nicht viel, bedeutet aber zumindest ein wenig Trost. Ich vermisse sie so sehr. Keine Sorge, Cassandra. Es ist nicht vorbei. Ich weiß nicht wie oder wann, aber ich werde dieser Sache auf den Grund gehen. Ich wusste, es war richtig, dir zu vertrauen, Adam. Aber sei bitte vorsichtig. Schon seltsam. Ich dachte, wenn ich die Wahrheit weiß, würde ich mich besser fühlen. Aber nichts wird diese Wunde je heilen. Meine Tochter ist fort und ich werde sie nie zurückbekommen. Ich wünschte...
Ich könnte mich darauf verlassen, dass ihr Gerechtigkeit... Gerechtigkeit! Vertrau mir. Ich sorge dafür. Nenn mich Punisher. Ich mach das. Ja, Quest abgeschlossen, hat uns wenig gebracht. Ist jetzt so mittelerfolgreich. Wir haben tatsächlich nur diese blöde Polizeirevier-Quest übrig. Kann ich nicht mit irgendwem Streit anfangen und den alle machen? Und ein paar völlig neutrale Gänge angreifen und die erledigen. Ohne Sinn und Zweck. Die Beste meines Lebens, Mädel, entspann dich. Irgendwas, was mir Erfahrungspunkte gibt. Okay. Wie viel Munition haben wir? 184, 11, nicht so viel. Speichern. Definitiv speichern. Fangirl, danke, dass du noch da warst. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Schlaf gut. Und komm morgen entspannt in den Tag. Und ja. Poison Raven, grüß dich. Moin moin. Schön, dass du reinschaust. Einfach mal ein paar Gänger umnieten. Gucken, ob das genügend Erfahrung für das nächste Praxiskit gibt. Das wäre natürlich eine extrem fiese Nummer. Gucken wir mal. Ich habe ja vorher gespeichert. Soll ich doch mal knallen lassen. Werde ich denn... Boah. Wer oder was hat da auf mich geschossen? Okay, ja. Ey, dieses Spiel ist mein Fluch auf dem PC. Auf der Xbox habe ich es geliebt. Auf dem PC ist das für mich irgendwie echt voll die Qual. Es ist... Wisst ihr was? Ich glaube, wir spielen wirklich einfach eine Runde Mark of the Ninja. Mark of the Ninja. Das beruhigt. Das ist ein bisschen lockerer zu spielen.
Und ich finde, es ist einfach ein schönes Spiel. Ich glaube, Deus Ex fange ich irgendwann nochmal von vorne an oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist irgendwie läuft das, seitdem ich angefangen habe, das Ding zu spielen, nicht wirklich rund. Vielleicht ist es auch einfach mehr ein Konsolenspiel für mich, aber bevor ich jetzt anfange, mich zu ärgern, spielen wir eher was Entspanntes. Das ist mir dann doch technisch gesehen lieber. Bevor ich nachher mich hier künstlich aufrege, in Anführungsstrichen. Das wäre ja auch nicht auf The Ninja. Ich habe mir das damals schon auf der Konsole angeschaut. Bei dir hängt sich immer nur der Chat auf? Okay. Mal komisch. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Das geht eigentlich bei mir relativ gut. Da habe ich tatsächlich wenig Schwierigkeiten. Klicken, um zu schauen. Twitch hat andauernd mit irgendwas Ärger, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und dementsprechend wundert mich das auch nur so ganz begrenzt. Hallo? So, das heißt, wir stellen jetzt mal die Spielaufnahmen auf ein anderes Fenster ein, weil Deus Ex läuft nicht mehr. Und das müsste rein von der Theorie her bedeuten. Jupp, übernimmt das, sehr gut. So. So, das klappt doch schon mal viel reibungsloser. Oh, das ist ein schöner Rocks, der ist schön. Den kriege ich teilweise, wenn ich versuche, mich von woanders einzuloggen. Von zu Hause habe ich damit tatsächlich kein Problem. Und einen dritten Monitor kann ich dir sagen, du solltest einen entsprechend guten Prozessor haben, damit das kein Problem ist. Aber dann klappt das auch. Ja, und der Erwerb könnte helfen, tatsächlich, das stimmt schon. Fortsetzen. Kann ich die Steuerung nochmal gucken? Ja, ich streame ja tatsächlich auch mit einem Hauptrechner mit zwei Monitoren dran und den Chat überwache ich halt über einen Laptop, einen kleinen Laptop, der hier nebenbei steht. Etwas ältere Möhre, aber die habe ich halt noch. Ninja! Was war denn hier meine Mission? Ich glaube, ich musste eine Wache befreien. Ich musste den Ninja befreien, richtig. Das war das Ding. Und der Typ läuft leider nicht rum. Hast du irgendeine vage Ahnung, was nicht anspringt? Gut, dass der mich nicht gesehen hat. Gut, dass der nicht in meine Richtung guckt. Thank you.
sauber geniert. Don't worry about me. Go save Master Azai. Save Master Azai. Yes. Push. So. Dann haben wir den schon mal gerettet. Nee. Noch ein Ninja zum Retten. Professionell geniert. Viel von vielen Ninjas gerettet, ey, ich bin so gut. Ich mag ja solche Ninja-Thematiken, ne? Das ist ja irgendwie. Okay. Ja, Rechnerkomponenten ist auch was. Ich habe im Moment eine Grafikkarte liegen, die ich prüfen will, ob die was ist. Einfach weil die eventuell mehr Power hat als das, was ich habe. Achso, nee. Quatsch. Körper versteht sie. Kann ich da nicht rein von der Theorie? Ich kann ja glücklicherweise Wände hoch, da war ja noch was. Ja. Aber das klappt bei mir tatsächlich ganz gut. Ich weiß nicht, machst du deine Game-Streaming-Geschichten denn über Konsole oder beziehungsweise also leitet einer von euch seine Konsolengeschichten weiter oder in den Rechner oder seid ihr alle PC-Streamer? Stimmt, ich kann mich hier verstecken. Dass man das, wenn man es sinnvoll nutzen will, über einen PC jagt. Ich meine, das gab es auch auf Mobile, ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich meine schon. PC only, okay. In den Yard. So, und jetzt drehen die sich nämlich um und kommen zurück. Und wenn die gleich wieder in die andere Richtung gehen, dann erledige ich sie. Ja, ist halt immer eine Frage, wie man es sich arrangieren lässt oder arrangieren will. Weil ich einmal gepennt habe.
Mann. Heute ist echt nicht so mein professioneller Gaming-Tag, aber naja. Ach, den gerettet habe ich schon. Da habe ich den da unten wahrscheinlich auch schon gerettet. Oder? Ja, ich war immer mal am Überlegen, ob ich mir eine Capture Card besorge, aber ob das einer sehen will, wenn ich mit meiner Xbox 360 stream? Das ist doch wieder nur zum Verstecken, oder? Ja, das ist zum Verstecken, zum Ninjan. Da oben, haha. Seht ihr das, was ich sehe? Da. Ich will den Gong nicht schlagen. Nee. Artefakt zurückgeholt, sehr schön. Zwei von den Pennern. Der eine guckt auch nur permanent in diese Richtung. Ja, nee, ist klar. Ist richtig. Okay. Das Nervositätslevel der Jungs nimmt rapide ab. False alarm, I guess. Jetzt umnieten oder was will dieses Spiel von mir? Ich meine, ich kann ihn gerne platt machen, aber. Nein! Nein. Oder? Das wollte ich ja tatsächlich nicht. Das war jetzt so richtig fett nicht der Plan. Ich hab's günstig geschossen. Ich glaube, das war für 3 Euro im Angebot auf Steam oder so. Das kostet teilweise bis zu 14,99. Ich wollte es halt schon die ganze Zeit haben. Mark of the Ninja. Und nothing here.
Ich könnte die beiden natürlich umlegen, dann wäre es einfacher, aber... Was ist denn das Problem von dem Spiel? Ich mach die beiden Typen kalt. Mir wird das zu doof. Oh. Rocks, danke. Das habe ich tatsächlich in der Tat vergessen. Ich habe es dann mal dezent aktualisiert. Ich danke dir, dass du mich informiert hast. Das habe ich tatsächlich auch einfach vergessen. Hey, Ubele. Die beiden Typen jetzt nicht die ganze Zeit. Dann kann ich doch viel entspannter da draußen umlegen, den Hayopai. Mache ich mir das so schwer und hühne die ganze Zeit da drin rum. Hallo, ich hab auf Attacke geklickt und... Schön! Ich drück die Maustaste und es passiert nichts. Das finde ich gut. Streamlag? Ich hoffe nicht. Er zeigt noch so schön an. Bitte die rechte Maustaste drücken. Was mache ich? Ich drück die rechte Maustaste und nichts passiert. Runterrutschen. Jetzt muss ich mich wieder erstmal umgucken, da ist eine Wache. Da ist eine Wache, okay. Und was ist da oben? Na. Ja, Windows-Updates habe ich auch spaßigerweise. Hold on, did you hear something? Weird, the light went out. Oh, die Lichter sind ausgegangen. Wie komisch. Komisch.
Must be jumpy tonight. Ja, das ist dann halt so. Alter. Ein unvollendeter Mord, aber der Typ musste jetzt, ich musste hier gerade irgendwas umlegen. Oh, Obertyp! You picked the wrong guys to rob, Sensei. It's time for the old man to retire, boys. Jetzt kommt irgendwas, dass ich mich beeilen muss wahrscheinlich. Der Ombre. Wollen wir mal von seinem Leiter lösen. Ninja-Meister gerettet. Yes! For centuries we have stayed hidden. We shunned the modern world and its jackals. But today, our enemies have found us. We must strike back. Yeah. We will fight for our survival. Yes. Our honor. Yes. I foresaw this day would come. And so, I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. He has accepted the first mark. At a terrible cost. Geil! Was für großartige Klischees! Okay, ich habe ein anderes gelesen. Keine Feinde getötet? Ach, das ist langweilig, den werde ich nie erfüllen. Rollen, okay. Rette Azal, ohne entdeckt zu werden. Yeah. Nächstes Spiel. Ja. Meine Tattoos oder Tätowierungen sind immer heiß. They will ease the pain. Let me tell you the story of the Ing and of the champions who came before you. Before the restoration. As the other clans strayed and disbanded, a merchant so auf den Look. He led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the clan swore to protest. Cool. We must act quickly. Selbstmord beginnt, bevor man dem eigenen Clan schadet. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security.
You must kill him before he can attack again. Vom Hochhaus springen, so komme ich immer zur Arbeit. Außerhalb des Gebietes. Kurz nach der Dämmerung. Karte und Aufgabe ansehen. Tab. Durchbreche die Grenze, umgehe das Büro. Page up, page down. Okay. Wir ninjan uns immer rein. Es muss stimmig sein, das ist halt das Laser. These buildings are protected by high-tech tripwires. But you can wreck them all with a simple bamboo dart. Yes. Okay. Herzlich willkommen beim anspruchsvolleren Teil der ganzen Nummer. Laser. Ich feiere die Nummer gerade. Ich bin Ninja, leck mich. Eure Laser sind mir egal. Strom abgeschaltet. Bleibt der eigentlich abgeschaltet? Ich hoff's mal. The main transformer should be nearby. Destroy that. Kennt mich das Ding? You'll bring down all the lights. For a time. Der Beep? Hallo Beep. The main transformer should be nearby. Watch. The alarms switch off when the guard walks past them. Or when he's dragged past them. Did you hear something? Ninjan, wir das Thema doch mal aus. I heard something coming from here. Ach, nein, du hast nichts gehört. Alles gut, ganz ruhig. Entspann dich, Wachfuzzi. Ich kann von dir nichts aus nichts anvisieren. Ich kann mich überhaupt nicht sehen. Bleib doch mal geschmeidig, Kollege. Must be imagining things. Ja, du bildest dir das ein, ganz ruhig. Wie geil ist denn das? Hold on, did you hear something? Hey! Flox, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch eine angenehme Nacht. Hey. War auch noch Single. Single zu gehen, komischer Typ. Schießt er einfach um mich? Finde ich total unhöflich. Nur weil ich ihn mit einem Schwert umbringe und ihn als Durchgangslösung für die Laserfall bringe. Wie gesagt, Flox, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch eine entspannte Nacht. Penne wohl. Komm gut nach Hause. Ja.
hear him. Wenn man einfach mal die falsche Maustaste drückt. Sorgenfliege, grüß dich. Hey, schön, dass du reinschaust. Ich wünsche dir einen spannenden Abend und freue mich, dass du nochmal Hallo sagst. Heute Abend wird ein bisschen gedaddelt. Deus Ex hat meine Frustgrenze zu schnell erreicht. Ich habe mich für Mark of the Ninja entschieden, weil ich das Spiel sehr mag und schon seit langem einen Grund suche, da mal sinnvoll weiterzuspielen. Und weil ich den Look einfach unglaublich schön finde, weil er so auf eine geile Art minimalistisch ist. Hey, I heard that. Ich hab nämlich diesmal gesehen. Letztes Mal habe ich nicht gesehen. Penner. Blöde Auto. Aber hier gehe ich nicht so schnell drauf wie bei Deus Ex im Moment. Das kann ich irgendwie besser gerade hier. There's nothing here. So. Brauchen wir den noch? Ich glaube nicht, oder? Kann ich den Typen noch nicht durchwerfen? Schade, ich dachte, ich kann ihn da durchstopfen irgendwie. Also ich bin jetzt da durch, um dann da runter. Und das ist ein etwas umständlicher Weg, liebes Spiel. Aber gut. Ist natürlich überhaupt kein Problem. Machen wir gerne. Kriegen wir hin. Ja, und das ist vor allen Dingen... Mich fasziniert es momentan sehr stark mit alles... Oder generell Dinge, die auf eine schlichte Art und Weise viel ausdrücken. Das ist gerade was, was bei mir total funktioniert. Ist ja gut, Handy, entspann dich. Man sollte nicht in die falsche Richtung ziehen, das ist ein unvollendeter Mord. Bauhaus? Bauhaus? Vergesse ich gerade was? Komme ich gerade auf was nicht? Müsste ich gerade was wissen, was ich gerade nicht weiß? Hilfe, ich bin ultra verwirrt gerade. Oh, da ist ein Rabe. Rabe war. The Transformers should be close. But be careful. The catwalks are crawling with guards. Zerstöre den Transformator. Yes. Okay, okay. Den kann man zum Beispiel hier nicht zerstören, diesen, das Licht dort. Weil es, Dingenskirchen. Weil es ein Schutzgitter davor hat. Sieht er mich da? Ja.
hear something? Huh, weird that this light went out. Weird that this light went out. So mein nein. Lass mir Ruhe. Wieso hat der mich jetzt gesehen? Toll, dadurch habe ich den Raben jetzt verloren. The transformer should be close. But be careful. The catwalks are crawling with guards. Ja, schon verstanden. Ach, das Bauhaus. Ja, danke. Ich habe gerade an überlegt, ob du ein Spiel meinst oder einen Film oder irgendwas. Es gab tatsächlich auch mal eine Fraktion Bauhaus bei einem Tabletop-Spiel. Und ich habe mich gerade so komplett überschlagen. Was Bauhaus? Was meint ihr jetzt? Mutant Chronicles war es, glaube ich. Weird that the light went out. Schon, geh weg, geh weg. Timing ist alles. Blöde Lampe. So, jetzt guckst du wieder in die Richtung. Blödes Lämpchen. Und dann... Genau, richtig. Alles gut. Das Spiel ist, es war nur gerade so, ach, was meint sie? Hilfe. Ich glaube, da möchte ich unten lang, da will ich nicht oben lang, weil wenn ich da oben lang gehe... dann könnte das anstrengend werden. Someone out there? Das kannst du nicht sehen. Geh weg und lass mich hoch. Geh weg und lass mich in Ruhe, du blöder Spacko. Ja, hier ist alles toll. Geh einfach weg. So, wenn der Typ sich umdreht, dann kann ich da lang. Und ja, da ist auch noch eine Wache. Yes, das ist echt lieb. Das ist ja auch wieder ein... echt kaiserliches Szenario hier. Alter Schwede. Die lieben dich hier wirklich. Den Typen kriege ich doch nicht gekillt. Okay, den Typen kriege ich gekillt, bevor irgendwas anderes ihn sieht. Ninjas sind der Hammer. Es gibt kaum was Cooleres als Ninjas. Ninjas sind vor allen Dingen voll die Styler. Nein. Du siehst nichts. Hey! Nein! Oh, jetzt sind wir. Come on, show yourself.
Och nö, knapp davor. Lost him. We'll report if I regain contact. Give it. Where is he? Getrimmt hier gerade. Blöde Lampe. Deadly Döner, grüß dich, moin moin. A-Klasse Ninja. Ich kann sogar äußerst männliche, breitschulterige Formen im Schatten verschwinden lassen. I thought I heard an alarm. Remember, you're trying to avoid detection. Okay. Komplex, okay. Ich schleife mich in den Komplex. Was ist das? Kleiner Knacker, oh, cool. Ich finde das auch so geil, dass dieses Spiel so vielschichtig ist. Remember, if a guard is blocking your way, you can try to distract him. You hear that?
that fixed. Huh? I heard something. Wie cool ist denn das? Das ist ja echt extrem großes Tennis, finde ich geil. Ich feiere das gerade total, dieses Spiel. Ja, du, pff, ja, total Banane. Unvollendeter Mord, aber Mord. Mord. Hallo Stromkabel. Aggressive Stromkabel. Okay, werde ich ihn noch reinziehen können. Okay. Da geht's auch nicht weiter, wie man gerade sieht. Ja. Springen und Space dann mit. Okay. Springen und Space dann gedrückt halten, ja. Cool. Then you move. Matze, grüß dich. Moin moin, schön, dass du reinschaust. Ich nenne ja hier gerade ein bisschen rum. Ja. Then you move. Okay. Ist richtig. Bis wo geht das? Da. Okay. Gute Lösung. Die Dampftunnels. A man in black rags. What was that? What happened to the light? Hi Kumpel. Ich bin gar nicht, also alles cool, ganz ruhig, entspann dich. No one. Let's move on. Ruhig, amigo. Hey, what was that? Sauber genannt, ja. Mastermäßig, ich bin so froh.
noch nicht. Hallo, weißes Licht. Schicksalsraum. Okay. Ist okay, Schicksalsraum, schon klar. Hier sind jede Menge Laser. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann geht der Scheiß doch an, oder? Ja. Okay. Okay. Wahrscheinlich muss ich den da draufstehen lassen. Gehe ich jetzt mal von aus. Und wenn ich mich hier hinstelle, wie weit hilft mir das jetzt, dass die Teile an sind? Liebes Spiel? Was möchte mir dieses System jetzt sagen? Ja, und jetzt? Da. Only, grüß dich. Moin moin. Schön, dass du reinschaust. Ich zock Mark of the Ninja. Ich habe es am Anfang noch eine Stunde mit Deus Ex versucht. Hab das aufgrund von massiver Frustivizierung ganz extrem aufgegeben. Weil das voll doof ist und stinkt. Okay. Jetzt war ich gerade doof. Ich sollte mich nicht selbst einmauern. Das ist schon echt hohl. So. Und jetzt. Kann ich hier irgendwie hoch? Ich kann doch hier original nichts machen. Au.
Ja, was bringt mir das? Ah. Ach so. Dieser Schalter ist zum... Ah. Aha. Ah, ich kann eh nicht gut klettern wie der Typ. Ich bin ein ähnlicher Styler. Yes! Weiße Licht. Let me tell you the stories of the birth of the mighty Hisumu clan from the time of our first and greatest master, Tetsuji. I tremble before Tetsuji, greatest ninja of clan Hisumu. Hier geht's also weiter. Ja, ich weiß, ich bin gerade mal kunstvoll zurückgelatscht. Nee, hier geht's anscheinend nicht weiter, oder? Da geht's weiter. Mit mehr Lasern! Super Nummer. Ah! Klappe, ihr blöden Laser. Ich bin noch nicht zurückgelatscht. Nee. Ich latsche nie zurück. Okay, Wachtypen. Laser. Timing. Mehr Laser. Ablenkung. Yeah. Sieht super aus. Blödes Lasergedöns. Glomanz, grüß dich. Moin, moin. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Hey. Ninja. Also 100% Ninja. So gottverdammt Ninja, wie es nur geht. Ich bin mehr Ninja als alles. Als Ninja. Als zwei Ninjas. Jetzt bin ich mir nur gerade nicht sicher, wie ich El Hombre hier lang machen soll. Hey, hey, it's him. Ja. There's someone there. Das war ein bisschen. Hey, target has been identified. Ach Mann. Ja. Nicht einfach hüpfen.
Nicht einfach hüpfen. Wir haben gelernt, nicht einfach schleichen. Brav schleichen. Ganz brav. Oder so viel wie ein halber Mist. Hey! There is someone there! Leute! Mann! No sign of target over here. Ein halber Ninja, der wie 8 Ninjas ist, der wie 4 Ninjas ist, der wie 1. Ach, Ninja-mäßig. Fertig. Kletterst ganz schön laut für Ninja. Klonk, klonk, klonk. Ey, da wollte ich gerade rauf. Blöde Kuh. Yeah. The blackout is working. While the guards fuss over that, we could slip right by them. Uh-huh. Dem Raum. Zimmer streichen. Ein Zimmer? Zwei Tage Arbeit, Mann. Aber, hey, du machst es anscheinend gewissenhaft und ordentlich. Wachtypi, hast du nicht mal Bock irgendwie... Huh? I think I heard something. How'd this get broken? Was that a noise? Profi kill. Genau. War schön hier. Ich gehe dann mal. Tschüss. Oh, Strom ist wieder an.
Top-Szenario? Nein. How about no? I guess it was nothing. Das war nix. Kannst du dich entspannen. Hier sitzt auch niemand hinter der Lampe. Karte sehen. Okay. Ich glaube. Ich glaube, Only kennt sich damit besser aus als zumindest auf jeden Fall ich. Ich muss noch 20 Lampen zerstören. Ich weiß, dass da gerade keiner war, aber was soll's. Richtigen Dingens. Ich finde auch dieses kleine Detail hier, was ihr da oben seht, wie dieses Sichtfeld ein- und ausgeblendet wird. Ich finde, das ist einfach alles so schön gemacht. Das ist echt schön. Nachfließen. Oh, hier ist ein Weg. Ist hier euch ja cooler Shit zum Finden? Ja, Wachen. Top-Nummer. Ninja Klitsche, entspann dich, ich komme gleich. Ninjas können unbegrenzt tief fallen, ohne dass was passiert. Ist cool, oder? Ey. Ninjas sind aber übrigens nicht so cool, da drin irgendwo lang zu springen. Gut, dass hier gerade keine Wache ist, die sieht, wie hier voll den Otto macht. Ist hier was Cooles auf dem Dach?
so einen Wachmann, den könnte ich jetzt killen. Das bringt mir aber nichts, also lasse ich das. Wieso kriege ich den Raben nicht? Hessian's troops are scouring the grounds. But we can sail right over them. Meet me on the roof. Kletter auf den Wolkenkratzer. Das mache ich öfter. To keep from overloading the grid, we gotta turn the power back on one floor at a time. I'm turning the power for the 15th floor back on. 15. Die Nummer habe ich sauber geniniert, aber ganz sauber. Aber so richtig sauber. Ich höre wohl einfach Zeug. Yes. Wollte ich eigentlich gerade gar nicht, aber das ist... Machen wir es so rum. Desiado, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch eine angenehme Nacht, mein Bester. Schlaf gut und schön, dass du noch reingeschaut hast. Gulomatz, auch dir vielen Dank und auch dir eine gute Nacht. Bisschen timed und aufpasst und sich überlegt, was man hier macht, dann ist das echt ein schöner Titel. So langsam kommen wir da auch rein thematisch. Zwei Wachen, ein Raum, ein Ziel.
Okay. Turning the power for 16 back on. Strom wieder anwenden. Yes. Hey, what was that? Was geht in Ohio? There's something right here. Der jetzt die ganze Zeit in die Richtung. Das ist doch blöd. Das soll er lassen. Das finde ich nicht gut. Wahrscheinlich höre ich auch nur Sachen. Ich höre nur Sachen. Na komm. Geh hin. Schade, dass die keinen Schiss kriegen. Beziehungsweise eigentlich müssten die doch langsam mal Angst haben, oder? Hallo, Wache Nummer 3. Gut, dass du da bist. Okay. Ja, genau. Entspannt euch wieder. Es ist gar nichts los. Die Lampen zerplatzen automatisch. Dass ihr Knaller hört, das passiert auch automatisch. Das ist halt ein Ninja-Gebäude-Ding. Einmal gepennt, aber cool, ist okay. Traumfolge, hey, grüß dich, na? Schön, dass du reinschaust.
something? Weird. The light went out. Mist, das war noch nicht in Reichweite. Shit, das haben wir nicht gehört. Einen wunderschönen guten Abend, Traumfackel. Ich werde übrigens morgen eine Tasche abholen, die in meinem Auftrag modifiziert wurde. Und wo etwas Bestimmtes aufgenäht wurde, Traumfackel. Und dann werde ich das Freitagabend in den Stream halten. Videogame-Live-Konzert, geile Nummer. Schöner Abschluss für heute. Das klingt erstmal sau cool. Ja, auf jeden Fall. Das werde ich definitiv posten. Jetzt habe ich keine Ablenk-Cracker mehr. Mist. Jetzt habe ich keine Ablenk-Cracker mehr. Das ist doof. Echt jetzt? Seriously? Okay. Ich war einen halben Zentimeter von dir entfernt, Ombre. Ja. Das war ein bisschen, nicht das, was ich wollte. Geburtstagsgeschenk, hattest du Geburtstag? Stimmt, du hattest Geburtstag oder hast du heute? Also wenn du heute Geburtstag hast, dann... Oder, nee, ich hab dir doch... Och, jetzt bring ich das gerade durcheinander. Hab ich dir gratuliert? Will ich dir jetzt gerade gratulieren? Stimmt, am 23. hattest du... Heute ist der 24. Das war gestern. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Traumfager. Alles Liebe und Gute. Cool, dass du beim Konzert warst. Cool, dass du einen schönen Tag hattest. Ich gönn's dir und seid doch mal so nett und gratuliert der lieben Traumfager, die hat's verdient. Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich. Ich stehe außerhalb deines Sichtkilos und du siehst mich nicht. Nö, ist richtig. Guard down. Approaching. Leiche rausschleifen müssen. Nee. Geil. Ich nehme auch einen Stock. Kuchen ist immer geil. Das ist... Ich bin so ein Backwaren-Junkie. Das ist echt abartig. Die gefundene Leiche wieder rausholen. Ja.
but so is the repair crew. Keep moving. Ein Geräuschentwickler, okay. Ich bin da und ich will da hoch. Alter Schwede, okay. Ein guter Kuchen ist eine Reise wert. Hier sind schon Laser. 18th floor, power's almost back on. Ja. Dass der. Nee. Ach, da geht er aus, weil da die Wache liegt. Ah. Wenn er genau in der Mitte liegt. Okay. Da muss ich nicht viel aufpassen. Das ist schon mal cool. Ja, es ist vielleicht ein Tick weit zu dir. Spiel tatsächlich cool. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch einigermaßen, weil mir macht es tatsächlich sehr viel Spaß. Weil ich, wie gesagt, den ganzen Look und das Gameplay sehr mag. Ich hoffe, das Ganze hat für euch einen angemessenen Unterhaltungswert. Ja, du hast mich verloren. Du brauchst mich überhaupt nicht mehr suchen, ist okay. Du brauchst mich überhaupt nicht mehr suchen, entspann dich. Ich bin gar nicht hier. Das ist gut.
Okay. Schmandkuchen und Donauwelle sind zwei meiner Lieblingskuchensorten. Jetzt bin ich ernsthaft überlegen, ob der Weg sich nicht einfach lohnt. Ich habe 2 Tage frei. Ich könnte morgen los, Kuchen essen und einfach nachts zurück. Jetzt habe ich meinen Cracker verschenkt für... Ich war zu voreilig. Freitag. Dreh ich nochmal um. Alter, nee. Oh, ey, die Wache macht gerade echt Stress. Gekriegt, das kann auch nicht angehen. Das eine. Ich muss auch mal kurz jemandem erklären, dass ich streame. Sonst wundert die junge Dame sich, dass sie keine Antwort bekommt und das wollen wir ja nicht. Außenwand von den Wolkenkratzer hochklettern. Ninja-Sport. So machen echte Ninjas das, wenn die irgendwo hin wollen. You're almost at the roof. Turning the power back on for 19. Glint of shuriken. Reflects as fear in the eyes of Tetsuji's prey. Falschen Weg genommen. Gehen wir doch sonst einfach mal da lang.
Die Ninja-Klitsche. Hier ist ein... Wir sind auf dem Dach. Ninja-mäßig auf dem Dach. This way. Reichen den Transformator in weniger als einer Minute, erreicht die Spitze des Turms, ohne aber entdeckt zu werden. Ja, ohne entdeckt zu werden ist doch, keine Feinde getötet, kein Alarm ausgelöst. Ist nicht meine Art. Karajan must be close. But we still need to locate him. S? Cool. Ninja Spider-Man. Wie geil. Wie endgeil ist dieses Spiel eigentlich? Das ist so gut. Das ist schon fast zwei Spiele. Hallo Jungs. Ich war gar nicht da. Alles gut. Alles gut, Jungs. Entspannt euch. So, und du Typ, dreh ich mal wieder um. Ich finde mich da unten rein. Hund? Steer clear of the dogs. They can sniff you out even in the darkness. Blöd. Hund blöd. Hund ultra blöd. Gelernt. Ja, wie geil das gemacht ist. Neues Anatomiebuch, Stylon. Cool. Ah, da kann der mich schnüffeln. Da kann der mich schnüffeln. Braves Hundi. Hihi. Ganz tolles, ganz braves Hundi. Du musst uns einfach den langen Weg über die Außenseite. Den es nicht gibt. Das wäre auch zu einfach gewesen. Geh mal zurück, Hundi. Hold on. Did you hear something? Nee, ich hab nichts gehört. Ist voll dunkel hier. Weird that the light went out.
Ist komisch, dass das Licht ausgeht. Ich finde es auch immer merkwürdig, wenn bei mir einfach die Lampen zerplatzen ohne Vorwarnung. Echt extrem strange. Everything seems fine. Schlafender Hund. Top Nummer. Hund kann einfach schlafen bleiben. Kann ich da drauf landen? What was that? I wish the lights would quit that weird flickering. Yeah, I keep seeing people in the shadows. Hello? See something there? Everything seems fine. Ich dachte, ich hätte darauf landen können, aber hätte ich wahrscheinlich auch können. Aber, da ich das so ein bisschen verbaselt habe. I guess it was nothing. Hey, guys, Jim. Ein falscher Tastendruck. I lost him. Upsi. Passiert. Jetzt gucke ich eigentlich aus dem Bild, wenn ich da rüber gucke. Okay, ich bin da falsch. Der Hund hat einen eingebauten Timer, alles cool. Entspann dich. I'm sure there's nothing here. Hey, target could be over here. Noise. Okay. Ich muss irgendwie an den beiden Typen vorbei. Oben auf diese Plattform, weil da kann ich... Ha! Das Thema haben wir hier mal sauber ausgeninjert. Ganz sauber.
Hier kann ich mich nicht runterhängen lassen. Weird that this light went out. Strange. Ja, nun komm, hör auf, da hoch zu leuchten, damit ich den Spider-Man machen kann. Hey, hör auf, lass mich in Ruhe. They're locking the doors. Try to pick the lock. Yeah, ja, du hast mich verloren. Lost him. We'll report if I regain contact. Shit, where did you go? Ja, schieß mich mal. Ich dachte, ich kann mir den dann irgendwie da hochziehen und töten oder sowas. Das ist ja doof. Hey, yeah. Bloß nicht gucken, was los ist? Nee. Einfach mal. Schlösser knacken, geil. Nein, nicht von dieser Seite. Eit! Shit. Wenn man mal mit den Tasten durcheinander kommt, kann sowas ganz schön anstrengend werden, Leute. Gut, dass die Wache ein Tick doof ist und ich ein Tick Ninja bin. Ja, ja, falscher Alarm. Entspann dich, ist cool. Okay. These poems tell the story of the mission that made Hisamu a legend. Selbstschussanlage? Sonst habt ihr nichts geraucht, oder? Ey, das Spiel ist super, aber Bock schwer.
soll ich denn dem Ding entgehen? Okay. Ey, meine Punktzahl ist echt erbärmlich dieses Mal. Zu oft erwischt worden. Was ein Mist. Aber ist auch schon echt spät, Leute. Was geht denn bei ihm? Was ist denn er für einer? As long as he has a shield to hide behind, I wouldn't take him head on. Try to get behind him or above him. I know I heard something from over here. Ja. Ist okay, amigo. Maybe I'm just hearing things. Was soll denn das? Da hat gerade Maus geklappt und da kommt so ein Typ um die Ecke. Ey, was für eine miese Punktzahl. Ach Gott, das ist ja echt. Ist das gerade irgendwie mehr Wachen? Ja. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, das ist spät. Und ich glaube, ich brauche Schlaf. Ein Kontrollpunkt ist da. Sind jetzt 3 Stunden. Ist mitten in der Woche. Ist spät. War ein lustiger Stream, war ein schöner Abend, aber ich glaube, ich gehe pennen. Bevor ich jetzt bei Mark of the Ninja auch noch so eine Frustgrenze kriege. Schlafen ist für Anfänger, Alter. Du weißt nicht, wie wenig ich schlafe, Mann. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, morgen mal ein bisschen länger zu pennen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich sage vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es war ein unterhaltsamer Abend. Ich wünsche euch morgen einen entspannten Tag. Kommt gut durch den Donnerstag. Habt einen guten Feiertag. Einen entspannten Karfreitag mit Familie, Freunden, was auch immer. Wir sehen uns den Abend. Ja, wenn ihr Bock habt. Freitagabend um 20 Uhr gibt es einen Kreativstream. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine entspannte Nacht. Danke fürs Hosten. Danke fürs Quatschen, danke fürs Ertragen meiner großartigen Spielekünste. Und ja, habt Spaß an was auch immer ihr jetzt noch treibt. Habt noch eine angenehme Nacht und hoffentlich bis Freitag. Und vielen Dank fürs Zuschauen und danke und tschüss.